gut ab. Ja, das ist die große Stärke, dass er hier die richtigen Dinge im richtigen Moment tut. Und das macht jetzt auch Dragutin Horvat. Da hätten wir alle gerne getauscht. Das glaube ich gern. Und hier tritt auch dann genau das ein, was wir angesprochen haben. 11 Data von Dragutin Horvat. Große Chance für Dragutin jetzt. Require 100. Ja, und wenn er das jetzt macht, glaube ich, dann wäre das eine kleine Vorentscheidung. Wie geht das an? Triple 20, Doppel 10? Ah, Game Shot an the Six Leg. Gnadenlos. Dragutin Horvat. Weit, weit weg. Dragutin Require 78. So jetzt. Zwei Stück. Ja, das ist and the match. Dragutin Horvat in dieser gemerkt, da war viel Druck drauf. Ja, sehr viel. Heute bin ich irgendwie nicht klar gekommen mit dem Druck. Aber morgen ist ein neuer Tag und darauf bereite ich mich jetzt vor. Boah, genau so. Was für ein Anfang hier von große Chance, die da kommt. Definitiv. Kann Lukas wenig das bestrafen? Muss es über die 18 machen? Doppelbull. Ja, ja, schon in the first leg. Lukas wenig. Damit auch diesen 3-Darts-Vorteil auf seiner Seite. Aber wenn Lukas wenig das hier macht, dann übt er natürlich massiv Druck aus auf den Anwurf von Springer. Und das ist keine schlechte Antwort. Das ist sogar eine sehr, sehr gute Antwort. Lukas top gestellt 64. Von Nico Springer. Das ist die Triple 8. Wollte vielleicht die Triple 16 haben, aber es ist ihm egal. Lukas wenig. Denn die 167 Punkte restgelassen. Aber so geht es hier wahrscheinlich schnell vorbei. Game in Shot, 14 Darts, Lukas wenig. Macht Florian beinahe mit dem ersten High Finish in diese Partie. Und das wäre auch direkt ein Break gewesen. Florian Hempel braucht die 124, um seinen Anwurf zu verteidigen. Bullseye wäre ein wichtiger Dart. Und das Game ist ein wichtiger Shot. Dart. And the first leg, Florian Hempel. Florian, you require 164. Wir schauen auch auf Florian Hempel. Der bekommt einen Dart auf Bullseye für 164 Punkte, macht aber nicht. Und wir sehen, 132. Es geht ins Entscheidende, dass wir den Maximizer hier schon in der Hauptrunde der Hülo PDC Europe Super League verlieren. 180. Da ist die erste Runde oder andere Mal schon erwähnt, dass er damit immer mal wieder ein paar Probleme hat. Darts, die ihm aus dem Board herausfallen, herausbouncen. Da bleibt Martin Schindler hier drauf, der geht einfach drauf. Auch wenn der zweite Dart da, das hat er weggeschmissen hier in diesem Match gegen Martin Schindler. Und der bekommt die Chance auf Doppel 5 und Game macht es. Shot. Und wir sehen es an der Reaktion Schindler. Von Flo Hempel. Das war unnötig. Diese ist halt auch wirklich, wie du sagst, einem Topspieler wie Peter Wright, dem du gefühlt jedes Set Darts in die Hand drücken kannst, der damit auch sensationelle Matches spielt. Sensationelle Darts. Wir erinnern uns auch damals an den Wechsel von Phil Taylor, der jahrelang von Unicorn gesponsert gewesen ist, dann zu Target gegangen. Und auch für den war das am Anfang richtig schwierig. 180. Da steckten die... Max, you require 110. Er sollte auf jeden Fall hier 6 Darts für 110 haben. Bei 164 traue ich Dragutin gerade nicht zu. Doppel 16 für Max. Das wäre auch mal wichtig, den jetzt mit dem ersten Game Dart zu machen. Jawohl, das sollte ihm Selbstvertrauen... Max, you require Antwort nicht 18. viel und hier könnte jetzt dann gleich alles wieder in der Reihe sein. 4-4 und dann hätten wir hier ein Best of 3. Und genau Game so ist es. Shot. Und auf and die Doppel leg, scheint Max Hopp. Signalisiert den Gegner nicht, Max, ich hatte dann da noch Doppel. 24. Und jetzt sollte es doch das 6-5 werden für Max Hopp. Jetzt sollte das doch klar machen, der ist knapp. Und da Game ist es, da Shot. Ist der Sieg and für Max match. Hopp Max in Hopp. 17. Sein letztes Ergebnis war 1-6-4 Martin, you require der Gruppe 87. B. 3 gegen 2 und 4 gegen 1. Und Martin Schindler mit der Chance auf den 12-Darter. Hätten sogar 11-Darts werden können. Konnte sich also behaupten, hat den Abstieg vermieden aus der Super League. Doppel 4. Martin Schindler. War kurz dann schon in der nächsten Runde. Stand in der zweiten Gruppenphase und das ist das Scoring, was Nico kurz finden muss. Jetzt mal Nico, dieses fünfte Leck wohl holen wird. Da sehen wir es auch nochmal eingeblendet. Als ob er bei diesen 6 Zählern stehen bleibt. Das ist einfach
Touch too much, Game was Martin Schindler da macht. Aber jetzt hier schöner 5 ausgebracht. Und Martin das Nicken, das wir gerade gesehen haben, der Gesichtsausdruck, der sagte schon so ein bisschen, das wird es gewesen sein. Auch Schindler schmunzelt. Und mit dem Schmunzeln, das an Michael Hurz erinnert in dem Moment, der das ja auch die ganze Zeit auf den Lippen hat, wird er jetzt wohl hier über die Ziellinie marschieren. Game Show, genau, end the match. So ist es. Martin Schindler. 15. Oh. In der Hauptrunde nicht viel besser abbekommen gegen Shindy. Bei ihm war das dann ein Average von 107,3 Punkten bei der 6:0 Niederlage von Rötsch gegen Schindler. Den Siegesrun von The Wall beendete mit einem ganz knappen 6:5. Schindler bei 41 Rest. 9 für die Doppel 16. Game short and fourth leg. Martin Schindler. Und lässt sie auch besser zur Stelle. Ja, das sind super Zahlen hier. Es ist ein herausragender Einstieg bisher in diesen Viertelfinaltag und das 120. Ist denkbar. 75. Martin Jurekova 121. Das würde jetzt richtig wehtun, wenn ihm das gelingen sollte. Gnadenlos. Der vierte Ton Plus Average werden für The Wall. 108,8 gegen Flo Hempel, 107,3 gegen Franz Rötsch, glatte 100 gegen Lukas Wenig. 177. Oh, super. Martin, you require 74. Drei Darts auf Doppel aus bisher in diesem siebten Leg. Und das würde ins Bild passen. Game es passt so leg. Ins Bild, Martin der nächste 14. Und so wie der unterwegs Martin, ist, musst du halt auch davon ausgehen, dass der die 77 Punkte nimmt jetzt. Und der erste steckt schon wieder. Das ist unfassbar, Martin, you require 16. Ah, und die Doppelquote wird auch bei 50% plus bleiben. Vielleicht. 4 Matchstarts. 5 Matchstarts. Game und short. Der sechste. And the match. Der ist es Martin dann. Schindler. Martin Schindler. Christian, you require 164. Und... Christian, wurden sie hier ganz knapp vom 164er Finish entfernt. Hätte hier beinahe Max Hopp die Break-Chance unter der Nase weggeschnappt. Ein Dart bekommt der Maximizer für Tops. Und ist sofort zur Stelle. 15 Darts. Und Hopp bekommt die nächste Chance, um, wie gerade eben, Christian Bunse mit 21 Darts seinen Anwurf zu halten. Braucht nur 20. Wie du schon sagtest, jetzt sind zwei Breaks hinten und ein drittes Break noch dazu, gerade bei der Distanz. Also Max hat schon 50% jetzt geschafft. Das darf Christian jetzt nicht passieren. 180. Aber das sind super Darts. Wirklich so, wie du sagst, der ist echt froh darüber, da noch durchgekommen zu sein, weil es schon ein bisschen auch an eine Art Wunder gegrenzt hat, weil echt die Karten gegen ihn gestanden haben. Aber hier, man sieht's. 180. Max, you require 72. Und die werden es nicht, die sind es nicht für Christian Bunse. Toller erster da, Doppel 12, eiskalt vom Maximizer, der die Bullseye zum Break kurz vor der Pause zum 4-1. Das war schon ein richtungsweisender Moment. Ja, 136, die können natürlich gehen. Doppel 8. Game shot and ja. The 11th leg Christian zum 12-Data gewesen sein, glaube ich. Max, you require 15. Max Hopp. 7 für die Doppel 4 oder 3 für Doppel 6. 3 für Doppel 6 hat er versucht. Jetzt sind es dann die 7 auf Umwegen. Doppel 4 und Game der Maximizer, the der Max hat Pop. Es. Steht nach diesem 9:4 Erfolg gegen Christian Bunse. Schlagfinale, als Nico 3 Darts auf die Doppel 16 im entscheidenden Leck verpasst und Dragutin Horvat fast die 141 Punkte checkt. Wird das hier der perfekte Start für Herkules? Dann noch fürs Viertelfinale qualifiziert, aber keine Chance gehabt heute im ersten Viertelfinale gegen Martin Schindler. Und Marco, du hast, als du in die Kabine gekommen bist, 180. Während Nico hier aufgehen konnte. You require 107. Und hier hat er die Chance auf 107 Punkte, um das direkte Rebreak zu holen. Doppel 18, Game klasse shot. Gemacht. And the second zweites leg. Erstes gelingt ihm. Druck 78. Auf den Schultern von Dragutin Horvat. Der muss die 78 Punkte nehmen, sonst gibt es das erste Break. Am
beziehungsweise das nächste Game Break, Shot. Aber and the fourth Dragutin macht Horror. Das hier gut mit dem Game könnte. You require 161. Oh, und das würde jetzt wehtun für Nico Kurz, wenn sich Dragutin Horvat mit der 161 das Break holt vor der Pause. 136. Hält sich auf 170. Ja, aber Dragutin Horvat will ihm da in nichts nachstehen. Bleibt da oben, geht da runter, sieht nach unten aus und macht 177. Das perfekt. Dragutin, you require 84. Nächste Break-Chance für Horvat. 14 fürs Bullseye, Triple 14 für Doppel-11. Bullseye. Boah, das ist aber auch gnadenlos, was Dragutin Horvat hier steckt, der eigentlich immer schön auch drauf aufbauen kann, wenn der erste so ein bisschen weiter unten ist im Triple. Aber Dragutin hinterher. 177. Hier, wie so ein Welt bringt sich hier vielleicht 80. Um die ganze schwere Arbeit, die er hier geleistet hat, in diesem Leck. Wenn Dragutin Horvat jetzt das 6-4 macht, das wäre ein Big Point. Auch er braucht die Doppel-5. Und er macht sie. Shot. Er holt sie. Er ballt die Faust. Da konnten wir sehen, wie wichtig er gleich deutscher Meister 84. geworden. Jetzt schauen wir erstmal auf diese 84 Punkte von Dragutin Horvat. Das Game ist ein wichtiges Checkout leg. Für ihn hier. Dragutin Horvat. So wichtigen 13. Leg, aber überhaupt nicht ins Rollen kommt. Nach 12 Darts noch 323 Punkte Rest. Jetzt findet er die Triple 20 wieder. 177. Der Switch nach unten. You require 62. Stellt sich 146. Nochmal Druck zu machen. Doppel 16 für Horvat, um nur noch ein Leg entfernt zu sein vom Halbfinale. Dragutin Horvat. Nico, you require realistisch 18. für Nico Kurz. Kriegt er zwei oder nur einen Dart auf Doppel? Es sind zwei auf die Doppel 10. Ein noch, um am Leben zu bleiben. Jawohl, das holt er sich in 15 Darts. Nico Kurz. Da für Nico Kurz. Aber ich glaube, jetzt ist es hier gleich vorbei. Doppel 10 für Dragutin Horvat. Und Herkules revanchiert sich für die Niederlage. So, Vinik, certainly a surprise package. 180. He kicks this match off. Florin Hempel. 180. Filling up the treble. That's in a match Florian later on in the day. 96. So he's well capable of landing perfection. And that's perfect. Short in the second leg, Florian Hempel. 96. A chance for Vinik, Josh. Lucas, you require 75. Well, they were well thrown darts, a double 8. But it doesn't matter if they don't go in. And it's two darts, a double 12 for Vinik. Short in the fourth only leg, needs the Lucas one. Vinik. Well, Florian, you require 170. That long range must have helped him. But is he going to find his range here on the 170? First dice perfect, needs another for the bullseye. And he just misses, cannot reel in. Line here for Vinik. You feel this maybe needs to go. Two darts, a double 8. And game it's there. The eighth leg, Lucas Vinik. So, sort of character he is. He's got that extra pressure. Vinik looking at 104. And he pins double 16, takes out 104. Is it from Hempel? Lucas, you require 54. So now Vinik, it should have been three darts, but it will be only one at tops. Double 10 now. And Florian 44. Hempel had put his darts down Florian on the table there. 80. You have to pick him back up because he wants 80. To take us to a decider. Well, that's brave, going the 16s route. He's found it. Game short in and the 16th that leg. Is a stunning finish. And slow walk to the hockey because 96. He knows they may be the last three darts that he throws in this tournament. Because Vinik has got two at double 18. But it's not there. 60. Hempel can barely look. He turns around. 60. Wipes down the hand. Well, we know he doesn't like double top. He's avoided it all game. But he just hits it now. Unbelievable. Two darts at double 10. Double 5 now. And Florian Hempel has done it. He collapses to the floor. Yeah,
besonders das Power Scoring von The Wall, das hat ihn ausgezeichnet bisher an den vergangenen 5 Turniertagen. Power Scoring jetzt hier von Max Hopp. Und die erste 180. Hier Max mit dem 64er Checkout, das Break zu bestätigen und direkt mal einen ganz sauberen Start ins Match hinzulegen. Single 16 für Doppel 16. Ja. Game Shot in the second leg. Max Hopp jetzt auch. Macht die ganze Sache natürlich auch nicht einfacher dann für die beiden. Weil jetzt erwartet jeder ein gutes Spiel von den beiden. Max Hopp lässt sich die 165 Punkte stehen. Also 6 Darts Zeit für Martin Schindler. Der braucht nur 3. Ja, so wahnsinnig knappen Viertelfinalniederlage gegen Florian Hempel. 9-8 hat Hempel das Spiel für sich entscheiden können. Du hast 5 Matchdarts vergeben. Man freut sich schon immer so sehr, wenn die ersten beiden Darts da drin sind bei Schindler. Weil er das mit großer, großer Konstanz auf die Triple 20 bestätigt. Und das ist jetzt hier auch eine perfekte, tolle Martin Aufnahme auch vom 100. Maximizer. Außerdem sind wir im Break-Modus, von daher. Jetzt bin ich gespannt. Wie viele Darts gibt es auf Doppel? 2 Stück für Tops. Doppel 10. Wichtiger Dart. Ah, Game Shot in the 8th leg. Und wieder ein 12 Dart Martin Break. Schindler. Hier nochmal rein. Maxi requires 62. Für Doppel 16. Ein Dart auf Doppel. Für das 8. Break der Partie. Wichtig, oh, wichtig. Und er macht es. Und da hören wir die Reaktion vom Maximizer. Ein Triple notwendig, damit man zumindest 2 Darts aufs Doppel bekommt. Er hat es über die Triple 14 versucht. Für die Doppel 12. Jetzt Doppel 16. Und wichtig. Mitten rein in diese Doppel 16. Es Martin ist davon auszugehen, 18. dass es hier gleich 7-6 für The Wall stehen wird. Große 20 für Tops. Kommt er da dran vorbei? Vorhin hat er den zweiten Dart erwischt. Diesmal macht das besser. Martin Schindler. Schindler stehen sollte. Wichtige 94 Punkte. Wie geht das an? Riskant in Anführungszeichen über die Triple 18 oder Bullseye? Bull. Jawohl. 12. Und die hat schon ein paar Mal jetzt funktioniert beim letzten. Boah, das ist so stark. Und was er auf diese Doppel 16 macht jetzt schon. Martin pusht sich Max auch noch 92. Mal. Ja, das sieht man heute bei Max, finde ich, häufig. Oft die Faust an sich selber, so pushen, komm schon, Junge, mach es, auch gerade bei den Finish. Der will halt jetzt auch zeigen, dass er Max Hopp ist, gerade weil er selber, glaube ich, nicht zufrieden mit der Gruppenphase war. Und deswegen umso bemerkenswerter der Auftritt jetzt wieder. Doppel 18, wichtiger Dart für Martin Schindler, der da lange überlegt hat, über 107 Punkten. Das ist realistisch, wenn Schindler hier die 64 nicht checkt. Aber er bekommt 2 Darts auf Tops. Guter Marker, kann er den nutzen? Game nutzt Jordan, er! 17 Slag. Und wieder seine Auflage und wieder zuhören. Max Hopp, was wäre das jetzt für ein Finish? Hör mir auf. Oh. 20. Stellt das perfekt. Steht nach 12 Darts bei 24 Punkten Rest und kriegt hier vielleicht keinen Dart auf Doppel. 72 Punkte stehen zwischen Martin Schindler und dem Finale der Super League. Wie spielt das? Was sagst du? Sieht nach Triple 20 aus von der Blickrichtung her. Jawohl, 2 Darts für Doppel 6 zum Sieg fürs Finale. Martin Schindler in 14 Darts. Es ist eine Riesenpartie, ein Match, das eigentlich dort stehst. 5 Matchdarts hast du gehabt gegen ihn. Und ja, letztendlich hat es nicht gereicht. Flo Hempel ist durchgekommen. Oh, und 180. Und 2017 und 2018 im Finale, 2019 im Viertelfinale, letztes Jahr Finale und jetzt hier auch schon wieder Halbfinale. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. 180 von Brad, immer brandgefährlich, oft qualifiziert und Super League ist, glaube ich, sein Event. Dafür lebt er. Hier fühlt er sich richtig, richtig wohl. 137er Finish. You require 80. 80 Punkte, um das Break von gerade eben zu bestätigen. Doppel 16 in 2 Darts. Game Klasse Finish von Florian Hempel. Und dann sollte er einen auf die Doppel 20 kriegen. Und das wäre ein Zeichen hier, nach der Pause, jetzt das High Finish zu nehmen und auf 4-7 ranzukommen. Das Blatt. Ah, tolle Darts. Wichtige Darts für 3. Florian, you require 70. Das ist gerade eben die 5. perfekte Aufnahme von die 6. von Florian Hempel.
And the 16th leg, Florian Hempel. Noch nie gewinnen konnte. Entweder Martin Schindler oder Florian Hempel. Wow. Und so Game ist es. Florian Hempel. And the match, Florian Hempel. Das ja, und dann ist immer die Frage, was ist besser? Halbe Stunde Pause oder eineinhalb, zwei Stunden Pause? Da drauf kann. Ah. Und die erste 180 vom Schindler. Martin, you require 118. Der erste Dart passt perfekt. Martin Schindler. Für Tops. Fürs erste High Finish dieser Partie. Oh. Jawohl. Game Shot and the third line. The Wall. Martin Schindler. Ist hier eventuell noch vor Ihnen liegen. Ah. 180. Flo gleicht ab. Das machen, dass der Arm locker ist. Und die 36. Ah, funktioniert immer noch nicht so, wie er es gerne hätte. Aber der Switch geht. Der Switch rüber auf die Doppel-9. Zumindest werden die beiden Niederlagen in der Hauptrunde Florian Hempel relativ egal sein, wenn er The Wall hier im Finale knacken kann. Kann eine Menge passieren im Rennen bis zu 11 Punkten. Und jetzt sieht es doch hier ganz gut aus. Mit der nächsten 180 für Schindler. 180. Gar nicht. Da musste er gar nicht so häufig hin tatsächlich, weil er oben genau dieses Feld bisher so gut getroffen hat, wie er es hier gerade wieder tut. 180. Florian, you require 101. Für das dritte Leg in Folge für Schindler. Jetzt nochmal die Chance für Hempel. Triple 15 oder Triple 19? Triple 19 für die Doppel 12 zum direkten Rebreak. Game und Shot in the 8 Leg, Florian Hempel. Absoluter Big Point. Auch wenn Florian Hempel hier jetzt nochmal Druck macht. Und der Gesichtsausdruck, der sagt auch so ein bisschen. Ja, jetzt wirfst du die 180, jetzt wo es wahrscheinlich zu spät ist. Game Shot in the 10th Leg, Martin Schindler. Florian, you require 68. Ja, das ist alles nicht so einfach mit dem Rechnen. Da kann man hier überhaupt keinen Vorwurf machen. Die hat mindestens genauso viel Druck wie die beiden und das macht ist fantastische Arbeit, das muss man auch mal erwähnen. Das ist definitiv so. Und hier Florian hält Florian Hempel. Noch mit der Triple 19, sonst wären es 6 Starts ohne Triple gewesen. Hatten wir das überhaupt schon mal bei ihm heute? Ich bin, es scheint eine entfernte Erinnerung zu sein. Das mit Problem in diesem Leg. Das sollte Hempel jetzt nutzen. Doppel 14, sein Doppel. Game Shot and the 12th genau so Florian hat er es gemacht. Genau. You require 144. Er darf sich von der Situation jetzt hier nicht runterziehen lassen, aber jetzt Doppel vielleicht 12. Das Ausrufezeichen von Schindler. Game Shot and the 14th leg, Martin und das Schindler. Ist so richtig. Das bringt Schindler wieder zurück in dieses Leg. Toller Score von ihm. Aber jetzt auch Hempel wieder gut. Wir sehen die Doppelquoten bei 44% und 60%. Das ist stark. Das ist nicht, dass es eben schon zweimal Triple 20 getroffen hat. Für ein High Finish. Und ich glaube, wenn er jetzt hier das nächste High Finish spielen sollte, dann wäre das vielleicht eine kleine Vorentscheidung. Das würde so wehtun. Jetzt die Doppel 20. Oh. Mein Game lieber Shot Freund. Raus. 15 Ach, und da ist Schmunzeln von Martin. Chancen aus. Und dann diese beiden Top Finishes von Schindler. Und auf einmal hat er wieder das Triple gefunden. Da ist er wieder. Plötzlich ist er wieder da. Plötzlich läuft alles wieder wie geschmiert für The Wall. Hat jetzt hier außen liegen. Bist du verrückt? Und plötzlich könnte sich Hempel wieder zurückmelden mit einem 108er Finish. Triple 19. Für die Doppel 16. Um die Ohrfeige zurückzugeben. Natürlich. Bei Darts aus. Ist das spannend, Freunde. Und jetzt kann Schindler mit dem 65er Finish wieder auf ein Leg rankommen. An den Ali Pelli. Tops. Was ist das jetzt? Ein wichtiger Dart. Das könnte eine kleine Vorentscheidung sein. Und er macht es. Game Shot and the 18th leg, Martin Schindler. 16 für Doppel 16. Für den Ali Pelli. Der erste Pass nähert sich da schon gut an mit diesem ersten Dart. Sollte es jetzt machen. Florian Hempel steht da mit gesenktem Kopf. Doppel 8 für Schindler. Oh. Und er lässt zwei 32. Matchstarts aus. Florian, you require 36. Und Florian Hempel hat jetzt drei Darts für die Doppel 18, die ihn ab und zu schon im Stich gelassen hat hier, um das 10-10 zu machen.
und wir hätten einen Decider im Finale. Leute, mehr geht Game nicht, mehr geht nicht. Game Shot Florian Hempel. Sechs Starts für die 214 Punkte. Aber auch Hempel braucht jetzt auch. Und schon wieder ein Bouncer. Das Gottes Willen. Ja, guck mal, das ist die Situation. Er guckt auch auf den Score und weiß, ich kann auch jetzt nichts Sicheres machen mit dem letzten Dart. Ich brauche ein Triple, sonst, sonst wird nichts. Guck mal, die Reaktion. Doppel 18, um sicher zur WM zu fahren. Doppel 9. Und er lässt das liegen. Er lässt das liegen. 28. Das sind auch zwei Matchstarts für Martin Florian Hempel. Ach du Scheiße. Ich darf wieder so sagen, sorry. Ich war noch nie live. Du, das ist in der Situation erlaubt. Behält Schindler jetzt die Nerven. 9, Doppel 8, geht nochmal einen Schritt zurück, sammelt sich nochmal. Florian Hempel kann nicht hinschauen. Ja, vorher die 36 noch blind funktioniert wieder. Doppel 8, ein Matchstart noch für Schindler. Martin Schindler, The Wall, gewinnt das Finale der Hülo PDC Europe Super League.